tun. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht's soweit gut, tatsächlich. Ich muss sagen, Glühwein und Bier ist keine gute Kombi. Das steht mir noch ganz schön in der Stube oben. Aber geht wieder und nützt ja nichts. Mit dem Kater kann man auch arbeiten, habe ich gehört. So, von daher dachte ich mir, bevor ich das Video starte, mache ich nochmal so einen kleinen Workaround und nehme mal alle mit, die jetzt hier neu auf dem Kanal sind. Sind ja doch ein paar dazu gekommen, die noch gar keine Ahnung haben, was hier überhaupt passiert. Und erzähl mal, was ich bisher gemacht habe und was überhaupt der Plan ist in ein paar Sekunden. Also, let's go. Wie man sieht, Heckwanne ist einmal komplett runter. Da ist nämlich der Plan, beziehungsweise der Plan ist, das ganze Auto zum Lackierer zu bringen und im Vorfeld die ganzen Karosserieteile einmal abzubauen, ordentlich sauber zu machen und, dass der Lackierer so wenig Arbeit wie möglich hat, um die Kosten dafür ein bisschen zu senken. Während dann die Karosserieteile beim Lackierer sind, werden wir uns darum kümmern, den ganzen Leiterrahmen und Kabel und, alles neu zu machen, sodass wir da im Nachhinein ein Auto haben, was auf jeden Fall von der Substanz her astrein ist und nicht mehr rostet. Ich weiß noch nicht zum Beispiel, wie weit ich auf Getriebe, Motor und so weiter eingehe, ob ich da überhaupt großartig was machen werde, denn ich kriege das hier alles hin, aber ich bin kein gelernter Kfzler oder sonstiges, sondern ich bin gelernter Koch und bin ja, was Schrauben angeht, ganz gut dabei, aber wie gesagt, kein Profi. Was ich mittlerweile schon an der Karosse bzw. an der Technik gemacht habe, ich habe die Radlager vorne hinten gewechselt, ich habe die Bremsanlage vorne hinten gewechselt, das heißt neue Bremsbeläge, Bremsscheibe und. Das war bis dato das Einzige, was wir technisch gemacht haben, weil das Auto sonst in einem sehr guten Zustand ist. Es ist ein TD5 aus dem Baujahr 2005, der von einer älteren Dame gefahren wurde, die das Auto eigentlich größtenteils in der Garage stehen hatte und auch fast nur Langstrecke damit gefahren ist. Was uns natürlich unwahrscheinlich zum Vorteil gekommen, weil das Auto technisch sehr gut ist und gerade mal 150.000 Kilometer gelaufen hat in 18 Jahren. Kann man mal machen. Wenn ich die Karosserieteile überall runter habe, werde ich auf jeden Fall noch einen großen Ölwechsel machen. Das heißt, von der Schaltung Öl runter und einmal neu machen. Alle Verteiler, Differentiale und so weiter. Einmal da überall das Öl neu machen. Beziehungsweise ich will die Buchsen austauschen gegen Polybuchsen. Weil jetzt komme ich zum Beispiel oben beim Airframe, komme ich wunderbar ran. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk mehr, da zum Beispiel die Buchsen einmal auszutauschen. Ja, jetzt würde ich sagen, fange ich mal vorne an der Front an. Das ist nämlich der Plan heute. Einmal die Motorhaube runter, eventuell schon den ersten Kotflügel, Windschutzscheibe, das einmal alles abzuschrauben, sodass wir da dann weitermachen können. Denn der Plan ist, bis Ende Dezember das Auto so weit zerlegt zu haben, dass wir im Januar alles zum Lackierer können. Let's go! So, Motorhaube runterzunehmen war ja mal super easy, weil die ist einfach nur eingehängt. Ich weiß gar nicht, ob das bei einem TD4 auch so ist oder ob man sie da ausschrauben muss. Ich habe oben die Scharniere abgeschraubt, weil ich am Überlegen bin, Sekunde. Die auch beim Sandstrahler einmal sandstrahlen zu lassen und danach schwarz Pulver beschichten zu lassen, anstatt irgendwie neue zu besorgen, weil ich glaube, das ist eine ganz geile Aktion eigentlich, wenn die schwarz Pulver beschichtet sind. Genauso wie vorne die Scharniere, womit die Windschutzscheibe festgemacht ist, die ich jetzt abschrauben werde. Ich glaube ja, die größte Herausforderung wird sein, alles wieder zusammenzubauen. Ne? Also wenn man so einen Defender zerlegt, sind ja schon tausende Teile, die man irgendwie dann in der Hand hat und so weiter und auseinanderschraubt und Schrauben löst und so weiter. Und das alles im Nachhinein wieder so zusammenzubekommen, wie es im jetzigen Originalzustand der Fall ist, wird, glaube ich, die größte Herausforderung überhaupt. So, heck, das geht ja alles noch. Es ist halt echt relativ easy, weil erstmal man im Internet super viel zu dem Auto findet und das Auto super gut dokumentiert ist, was so Auseinanderbau angeht. Und das Auto halt sehr simpel konstruiert ist. Das macht das Ganze sehr angenehm, was das Auseinanderbauen angeht, beziehungsweise was die komplette Demontage angeht. Allerdings wird es trotzdem so sein, dass man sich oder ich mir hundertprozentig die Frage stellen werde, woher kommt diese Schraube, wohin gehört diese Schraube und am Ende vor allem, wenn das Auto wieder zusammen ist, scheiße, warum sind hier so viele Schrauben noch übrig? Mit den Kotflügeln ist es auch so eine Sache, also da sind die Schrauben richtig versteckt und man kommt richtig assi dran, weil natürlich der Motorblock in der Mitte sitzt und ich muss mir jetzt erst noch mal eine Explosionszeichnung und so weiter angucken, um wirklich herauszufinden, wo die Schrauben sind, die dafür da sind, die Kotflügel zu lösen, denn es sind nicht viele, bin ich der Meinung. Es sind nur ein paar, aber die sind halt super versteckt, ne? Oder zugebaut oder. Deswegen, ich mach mich jetzt erstmal auf die Suche nach den Schrauben für die Kotflügel.
So, schönen guten Tag, liebe Leute. Ich hoffe, heute, jetzt ist es auch egal. Ich mache das jetzt einfach so. Ja, genau. Zieh durch. Ja, also, wir sind hier heute zu Frontrunner aber besucht. Die sind nicht so freundlich und stellen uns ein bisschen Equipment zur Verfügung, welches wir an Knutter ranschrauben können. Und zwar mit dem folgenden Hintergrund, beziehungsweise wir holen das jetzt schon mit dem folgenden Hintergrund, um frühzeitig Löcher in die Karosse und so weiter zu bohren, bevor wir das Auto zum Lackierer geben, damit wir das im Nachhinein nicht mehr machen müssen, oder? Ich glaube. So, was uns hier heute erwartet, kann ich gar nicht so sagen. Wir sind ein bisschen zu früh dran tatsächlich. Ich hoffe, wir kriegen da drin noch aber einen Kaffee. Aber so sind wir, typisch deutsch. Typisch deutsch, zu früh, ja. Und vielleicht kriegen wir noch eine kleine Führung durchs Lager. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich bin gespannt, wie die Teile aussehen, was wir so bekommen, alles. In dem Sinne, let's go. Viele mögen ihn ja nicht, den neuen Defender, aber ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile an den Look gefallen. An den Look gefallen oder? An den Look gewöhnt. An den Look gewöhnt, meine ich natürlich. Und muss sagen, er gefällt mir ganz gut. Der alte ist so viel schöner. So viel schöner. Aber es wird irgendwann unser Zweitwagen, wenn wir 1 Million Euro im Monat verdienen. Genau, dann kaufen wir uns den als zweites. So, Jasmin ist hier noch ein bisschen am Kaffee trinken gerade. Hinter mir erstmal liebe Grüße an Phil. Das ist Willi 1, soweit ich weiß. Kann schon durchgeholt, die Karre. Und das ist das Frontrunner, ja, der Showroom hier. Hier gibt es von Dometic einiges an Kram, Kühlboxen und so weiter. Und halt hinten alles mögliche Equipment, was ihr auch im Online-Shop findet. Schon cooles Sortiment. Ich bin jetzt mal gespannt, wo uns unsere Ansprechpartnerin, die Michelle, jetzt gleich hinführt und was wir hier so sehen werden. Haben sie schon schick gemacht, den Laden. Passat ist einmal voll mit allem möglichen an Equipment. So, tatsächlich dürfen wir bei Frontrunner noch mal kurz ins Lager reingucken. Und zwar sieht das so aus. Das ganze Regal hier hinter mir ist normalerweise voll mit Dachzelten. Die sind allerdings gerade irgendwo vom Zoll beschlagnahmt, beziehungsweise dürfen vom Zoll nicht weiter freigegeben werden. Und hier sind die Jungs ordentlich am Packen. So, wie man sieht, ist eine Seite des Kotflügels bereits weg und heute wird es mit der Fahrerseite weitergehen. Macht gar keinen Spaß, die Arbeit, aber ich will euch trotzdem kurz zeigen, was ich gemacht habe. Denn es sind ein paar Schrauben, die man auf jeden Fall lösen muss. Erstmal, hier oben in dem Blech befinden sich 5 Stück, die auf jeden Fall gelöst werden. Und dann auf der Seite natürlich, genauso wie hier, 1, 2, 3, 4, 5 nochmal, die dann auch quasi gelöst werden müssen. Und an die man am beschissensten rankommt, das sind tatsächlich die, die hier hinten im Rahmen versenkt sind, 4 Stück. Weil man davor, bevor man da rankommt, die Luftzulassung, Luftansaugung, wie auch immer man es nennt, wegbauen muss. Und das ist ja alles blöd. Tatsächlich nicht so eine geile Aufgabe, aber es geht, wenn man einmal sich reingefrimmelt hat. Deswegen habe ich das Ding jetzt alleine gemacht, quasi ohne Kamera und so weiter. Hat mich, glaube ich, 2,5 Stunden gekostet. Und genau, jetzt geht es auf der Seite weiter. Und dann habe ich mich auch dagegen entschieden, die Spritzwand rauszubauen. Denn ich glaube, wenn die Spritzwand erstmal raus ist, das dann im Nachhinein alles wieder zusammenzubekommen, also die Kabel und alles, was da durch die Spritzwand durchläuft, no way, schaffe ich nicht. Da bin ich der Amateur und dafür gibt es den Lehrberuf als Kfzler. Und jetzt würde ich sagen, fange ich einfach mal damit an, denn ich habe ein bisschen Bock, die Karre weiter auseinanderzuschrauben. Let's go! Plastikgipsel, die die Kotflügelverbreiterung und so weiter festhalten, besser zu lösen, einfach mal mit einem Bohrer ein Loch einbohren, in der Mitte genau, dann gehen die super easy raus, habe ich so festgestellt. Tatsächlich, wenn man es einmal begriffen hat, ist es easy. Dann macht es keine Arbeit mehr, einen Kotflügel auszubauen. Und ich freue mich einfach, denn jetzt ist jetzt tatsächlich noch
Na, der sitzt quasi und die beiden Bodenbleche hier vorne, beziehungsweise das Blech über dem Getriebe, das werde ich jetzt auch, glaube ich, noch alles rausziehen. Aber für dieses Video machen wir erstmal Feierabend, denn ich glaube, es ist lang genug und verwirrend genug mit diesem ganzen Drumherum, was noch passiert ist. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf jeden Fall mal auf Abonnieren, den Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches habt, auch gerne Tipps und Tricks, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Sonntag um 18 Uhr, da geht's weiter. Und schaut in die Shorts rein, da passiert auch immer was. Peace! Starting by change, I had attitude.